Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Ultra Sun. Wir sind hier bei der ersten der Top 4. Und wie es aussieht, müssen wir uns mit ein paar Bären wieder aufpushen. Immer auf die Volle gehen. Wir sparen hier nichts. So. Du kriegst nur 40, also wirklich, die Beere gibt wirklich ein Viertel zurück. Selbst die 11 Trefferpunkte sind wichtig. Ja, da wird es wieder ungefähr dasselbe sein. Ah, 13. 10, 11, 13. Okay. Und hier nochmal gucken. Ja, gut, das zwei Moves verbraucht. Kein Move verbraucht. Auch nichts verbraucht. Königsschild, ich füll's mal auf, weil das kann man immer brauchen. Ruheort, ja gut. Ja, dein Flammenblitz kann noch mal. Okay, sonst sieht's einigermaßen gut aus. Noch drei to go, three to go. Dann gehen wir erstmal etwas zurück. Der erste Energiekern füllt unseren Teleporter. Jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Wir gehen mal zum neuesten Champ. Dazu ist aber Strangy auf Platz 1 ziemlich, ja, schlecht. Weil ist halt eine Fee. So, Phoenix vor. Warhorse direkt dahinter. Da. Ja, gut, passt. So, wäre auch irgendwie blöd, wenn ich oben die Aufstellung direkt anpassen müsste. Ja, ich habe es mir schon gedacht, das ist Stahl. Das sieht schon anders aus. Ja gut, viel kann ich nicht machen. Das sehen wir jetzt zum ersten Mal. Hallo! Wie kann denn Cyrus allein aus Cyrus? Oder wie heißt du nochmal? Allein zu Hause lassen. Der heult ja schon rum, wenn der Typ nur kurz mal irgendwo einkaufen geht. Hallo! Und eingesperrt. So, mein Freund. Sag was. Kukui hat mich gebeten, ein Mitglied der Top 4 zu werden. Nun ja. Wie du sehen kannst, habe ich zugesagt. Es freut mich auch hier in der Pokémon-Liga gegen dich und Cyrus kämpfen zu dürfen. Ach, kommen hier auch die Captains her, um zu kämpfen? Das wäre interessant. Top 4 Marlon fordert dich heraus. Ah, wir hatten doch eigentlich, hatten wir nicht erst in XY eine Stahl-Top 4? Oh Mann, und da kommt er gleich mit dem Staller. Ding, wie heißt es? Fee. Und wie es aussieht, hat Strolch. Wenn Strolch noch so funktioniert, ein paar Fähigkeiten wurden ja verändert. Oder es ist schneller. Es könnte auch einfach nur schneller sein, aber. Er hat es sogar auf Staller ausgelegt. Was soll denn das? Willst mich jetzt verarschen? Okay, wenigstens macht es keinen Schaden. Oder sagen wir mal wenig Schaden. Okay, es ist schneller, das haben wir jetzt. Gut, nach der Paralyse ist es schneller, muss man offen sagen. Das heißt nichts. Und unsere Pokémon sind mit Level 60. Oh, Biscuit ist erst Level 60 geworden. Magnezone. Oh.
Dann müssen wir auf Eisenseele eigentlich wechseln. Weil, ja, keins unserer anderen Pokémon ist wirklich geeignet dafür. Und Magnezone kann, glaube ich, fliegen. So. Nein! Nicht die Flinkklaue! Nicht die Flinkklaue! Warum habe ich denn den Flinkklaue? Ach so, ich habe vergessen, dass ich jetzt. Sag mir das. Okay. Moment, kurze Frage. Hat Magnetzone jetzt. Ich muss es testen. Und so kann ich auch diesen Death Drop wieder wegnehmen. Ja, ich hab's gewusst. Okay, vielleicht war der Reflektor schuld. Aber versuchen wir mal Erdbeben. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, ob es wirklich Schwebe hat oder Robustheit. Und wenn es Robustheit hat, ist. Ja, es hat keine Schwebe. Oder Magnetfalle oder wie auch immer das bei Magnetzone heißt. Magnetzone wurde besiegt. Perfekt. So, mir fällt auch ein Metagross. Hat Metagross Schweben? Nee. Aber wenn er Metagross nimmt, dann müsste es im Normalfall irgendwas haben, was gegen Boden-Pokémon gut ist. Achso, ja, nee, das kommt von meinem Verteidigungstrupp. Ich habe mir gerade gedacht, warum nehmen wir so verdammt viel Schaden? Okay. Good Warhorse. Dicktree. Dicktree, oh je. Also es ist halt gleichzeitig Boden und Stahl. Das macht das Ganze irgendwie nicht so viel angenehmer. Mit seinem lockeren Stahl. Und ich glaube. Oh je. Ah, ich dachte gerade, Tiefschlag-Kombo macht mich fertig, aber. Na, Kombo ist ja. Kombo ist falsch ausgedrückt. Tiefschlagangriff macht mich fertig. So, Phoenix nimmt alle Kraft zusammen für eine dynamische Maxi-Flamme. Brennt in der Hölle. ja, oder so ähnlich. Ging gut, ging gut. So. Cesurio. Ich glaube, das können wir hiermit sogar machen. Das müsste ja dieses Unlicht-Pokémon sein. Unlichtstahl. Ja. Mach mal einen Donnerblitz. Und noch ein Donnerblitz. Zur Sicherheit. Ja, verhau deine Top-Genesung. Wir haben das letztes Mal schon mit einem Schlag geschafft. Mir fehlt nur irgendeine. Das Spiel können wir öfters treiben, wie es aussieht. Ah, bis ich einen Volltreffer mache, wie es aussieht. Ja, gut gemacht. Top 4 Marlon besiegt. Kukui überrascht mich immer wieder. Dank ihm konnte ich gegen einen faszinierenden Trainer wie dich kämpfen. 11.400 Poké-Dollar. Haben wir letztes Mal mit Myla noch geredet? Ich glaube schon.
Kukui hat die Rolle der Top 4 an die stärksten Trainer Alolas vergeben. Dadurch wird nicht nur die Pokémon-Liga zu einer richtigen Herausforderung, sondern es hindert auch jene vier Trainer daran, sich selbst den Titel zu erkämpfen. Vermutlich erhofft er sich damit frischen Wind in Alola. Ja, das stimmt auch wieder. Im Kampf mit dir kam mir ein Geistesblitz, wie ich Sirius dazu bringen kann, seine Stärke noch besser auszuspielen. Danke dafür. Ja, ich habe Donarion gespielt, das ist doch ein Pokémon, das er auch hat. So. Jetzt muss man wieder in den rumbeuteln. Wobei, wir haben nur zwei verletzte Pokémon. Das ist ein besserer Stand und beide waren noch im gelben Bereich. Also im Vergleich zum Kampf gegen Myla waren wir schon effektiver. Gut, wir haben auch wesentlich. Die Pokémon, unsere Pokémon haben auch wesentlich mehr Chancen. Das ist kaum so. Das hat uns kaum was gekostet eigentlich. Und zum Glück können wir dank Pokepause. Wo ist es? Da, Pokepause. Können wir noch die Paralyse verhindern. Ja, Strangy. Tut mir leid, dass wir gleich wieder wechseln müssen. Aber da hat jemand Probleme. Den müssen wir verarzten. So, alles weg. Weiter geht's. Flott weiter. So. Mal sehen. Also, jetzt kann Biscuit vor. Gefolgt von Deathpunk. Ich denke, Strangy und Eisenseele können da mit. Warhorse ist halt jetzt am unnötigsten, weil Warhorse hat leider das faktische Problem. Ja gut, er hat eigentlich viele Angriffe. Kraftkoloss und Rambos sind schon Attacken, mit denen man was machen kann. Aber er hat eben nichts, was sehr effektiv ist. Da bist du ja. Dann sehen wir mal, wessen Schicksal es ist, heute zu siegen. Das deine oder das meine. Mir stellt sich gerade so die technische Frage, warum haben die bisher noch keine Z-Attacke eingesetzt? Alola und nochmals Alola. Mein Name ist Kahili. Vor einigen Jahren habe auch ich die Inselwanderschaft absolviert und wurde daraufhin zum Inselwanderschaftschamp. Ich bereiste die Welt mit meinen Pokémon, um meine Fähigkeiten als Golferin zu verbessern. Da kam mir eines Tages zu Ohren, dass es nun auch in der Alola-Region eine Pokémon-Liga entstehe. Also bin ich zurück in die Heimat. Und nun werde ich dir zeigen, warum meine Flug-Pokémon alle solche Überflieger sind. Ich hätte es wirklich toll gefunden, wenn sie für jeden Typ wirklich so eine Prüfung gemacht hätten. Weil ich meine, Flug, Eis und... ja, Flug und Eis waren es, glaube ich. Die haben ja keine Prüfung gehabt. Also die haben ja wirklich nur... Du musstest den Stein nur finden. Washaquil. Los, Biscuit. Biscuit gefällt mir. Der Name gefällt mir immer noch. Mach mal Steinhagel. Safe Call. So, weiter so. Restladero. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja. Ihr fragt euch sicher, warum wechselt das Strangy ein? Biscuit hat auch eine gute Arbeit geleistet. Zum einen die KI von den Trainern ist gestiegen und zum anderen Restladero ist ein Kampf-Pokémon. Und naja, Kampf-Pokémon und Strangy vertragen sich nicht. Oh. Und er hat. Das ist wieder so ein Verarschungskampf-Pokémon.
Das ist so ein Verarschungskopf-Pokémon. Und da sieht man es mal wieder. Die Pokémon-Trainer, nicht Trainer, die Pokémon-Entwickler haben dazugelernt. Jetzt geben sie den Viechern schon Attacken, die besonders effektiv sind gegen ihren. Ja, gegen ihren. Gegen solche Typen, die gegen sie sehr effektiv sind, oder? Ja, so. Also sie geben den Konterattacken, die sie nicht unbedingt an dem Level haben. Das ist voll unfair. Und warum hat sie Grifeldes eingewechselt? Das ist doch. Nein, nicht abwehren. Grifeldes ist doch ein Unlicht-Pokémon, das hätte gegen Strangie eigentlich auch schlechtere Karten. Vielleicht kann das aber auch irgendwie ein Gift-Typ oder hat er geglaubt, dass er mit Abschlag und den ganzen Unlichtattacken doch noch mehr macht? Na, gut. Oder sie hat einfach nichts Besseres gehabt und hat etwas genommen, das die höchste spezielle Verteidigung hat in ihrem Team. Kann alles sein. So, Biscuit. Endlich steigst du in die Riege auf. Wir konnten Biscuit aber auch schon länger nicht wirklich einsetzen. So. Tukanon. Nee, da können wir weiterkämpfen. Tukanon hat eine Feuerattacke und ist, glaube ich, auch nicht so das schnellste Pokémon. Außer es wehrt natürlich die Attacke ab. Und lässt sein Schnabel rot leuchten. Oh. Ah, gut. Das ist das, diese Attacke, die ich gerade einsetzen wollte. Ich weiß den Namen nicht, aber ich glaube irgendwas mit Kanone. Schnabelkanone oder sowas. Aber der hat sich jetzt hier gerade aufgeladen. Und in dem Auflademodus, wenn man ihn dann physisch angreift, also ihm eine Schelle verpasst, dann, ja. Dann kriegt man, wie war's? Wenn man ihm die Schelle verpasst, dann kriegt. Oh, es ist ein Feuertyp. Aber dann wird man verbrannt. So, das wollte ich. Tja. Feuerflug. Vierfach effektiv. Da hätten auch Tarnsteine hätten mir geholfen. Die hätten teilweise bis zur Hälfte der KP abgezogen. Tarnsteine ziehen immer ein Achtel ab, je nachdem, typbedingt. Als Mitglied der Top 4 gebe ich das nur ungern zu, aber deine Stärke ist wirklich beeindruckend. One to go. Mit dir weht ein ganz frischer Wind durch Alola. Ich war ja erst skeptisch, aber Professor Kukui, das mit der Pokémon-Liga hinbekommt. Aber jetzt bin ich froh, dass ich seiner Einladung gefolgt bin. Und in diesem Raum kannst du golfen, wie du willst. Das interessiert kein Mensch. Wenn du da jemanden triffst, dann kannst du dich wirklich Weltmeisterin nennen. So. Nur Strangie hat ein bisschen was gefressen. Dieser Gift-Typ war einfach immer so unerwartet. So. Da haben wir nämlich schon gelb gehabt. Den haben wir gar nicht eingesetzt. Diese Zähneattacken, die muss man immer wieder auffüllen, habe ich das Gefühl. Würde ich zumindest machen. An die Vierer-Attacken sowieso, weil meistens ja das Team wirklich nur. Und wenn wir so viele Beeren haben, dann ist es auch egal. Da waren es der Top 4 nur noch einer. Ich gehe davon aus, dass der nächste Kampf der Pokémon-Liga alle Ehre machen wird. Ah. Sie weiß ja gar nicht, wer noch übrig ist.
Ja. Und sogar in Time. Es war sehr seltsam. Ich hatte gedacht, nachdem wir Marlon bekämpft haben, dass wir jetzt knapp vielleicht über der Zeit sind und dann gerade erst fertig sind oder noch ein bisschen kämpfen müssen. Aber wir sind ja schon fertig und gerade eben ist das die Zeit gewesen. Naja, einen neuen Kampf kann ich jetzt nicht anfangen. Schließlich will ich euch ja nicht den Spaß für die nächste Folge verderben. Deshalb sage ich hier vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.